Seit über einem Vierteljahrhundert trifft sich die Elite des Nachwuchsfußballs in Sindelfingen. Der Mercedes-Benz Junior Cup 2016 ist bereits die 26. Auflage des wohl weltbesten U19-Turniers und reizvoller denn je. Ja, weil es für mich eigentlich fast zur Tradition gehört, dass man Anfang des Jahres sehr gerne bei diesem Turnier ist, weil man halt immer auch immer wieder super junge Burschen sieht. Ja, erstmal muss man sagen, dass das Turnier unglaublich professionell und wirklich klasse besetzt ist und vor allem auch top organisiert ist. Das Turnier steht über allem, vor allem im Indoor, also in der Halle. Und deswegen ist es, glaube ich, unvergleichbar. Ich glaube, das ist für jeden jungen Fußballer in der U19 ein Highlight, hier spielen zu können. Wenn man sieht, welche Spieler hier schon gespielt haben, die anschließend nicht nur in der deutschen Bundesliga, sondern auch Nationalspieler geworden sind, ist es natürlich ein Anreiz für jeden jungen Spieler hier, sich von seiner besten Seite zeigen zu können. Zum ersten Mal zu Gast ein Team aus China, Guangzhou Evergrande, mit einem alten Bekannten auf der Bank, dem ehemaligen DFB-Nachwuchscoach Marco Pezzaioli. Auch interessant, dass man nicht nur als Zuschauer hierher kommt, sondern selbst aktiv dabei ist. Die Historie allein zeigt schon, wie interessant dieses Turnier ist. Wir haben nicht die Möglichkeit, auf so einem hohen Tempo gegen so starke Gegner zu spielen. Und das zählt für mich zur Individualförderung. Dieses hohe Tempo, das Zweikampfverhalten und natürlich die technischen Fähigkeiten unter Druck zu sehen. Und das ist unsere Aufgabe. Die Konkurrenz kommt aus europäischen Top-Talentschmieden wie Manchester United oder Schalke 04. Man sieht schon den einen oder anderen, der ein bisschen sich hervortut. Aber man sieht natürlich fußballische Fähigkeiten, auch gewisse Übersicht, trickreiche, wie man sich in gewissen Situationen verhält. Ein entscheidender Faktor ist sicherlich das offensive 1 gegen 1. Wenn man das in der Halle gut macht, gewinnt man häufig die Spiele. Und wenn ein Spieler das hier herausragend macht, wird er auch rausstechen gegenüber den anderen. Insgesamt knapp 10.000 Zuschauer verleihen dem Mercedes-Benz Junior Cup den würdigen Rahmen. Für Fans und Spieler ein außergewöhnliches Erlebnis. Ja, weil du viele Nachwuchskicker siehst, die einfach jedes Jahr rauskommen, 3-4 Stück im Profikader hoch und hier schon große Namen da sind, wie Hövedes, Özil, Neuer, haben alle bei Schalke gespielt, namhafte, wo Weltmeister sind und jetzt schon früher hier waren, wo sie jung waren. Ja, also vor dem Turnier macht man sich schon so ein bisschen Gedanken und geschaut, wer alles dabei war und was die alles geleistet haben. Ja, das hat man schon, unser Trainer hat auch gesagt, dass wir es gut präsentieren sollen, denn so eine Chance, dass so viele Scouts auf einem Platz da sind, das kommt nicht so oft. Eine perfekte Bühne für die Stars von morgen. Und die zeigen, was sie drauf haben. Turnier Neuling Rapid Wien und die TSG Hoffenheim spielen sich schließlich ins Finale. Indem die Österreicher kurz vor Schluss das goldene Tor erzielen. Jetzt vielleicht für die, da ist das Ding! Rapid Wien heißt der neue Titelträger beim Mercedes-Benz Junior Cup 2016. Für mich ein Wahnsinnsmoment. Also. Wir haben geträumt, also da Sieger zu werden. Und wirklich Bombe. Wahnsinn. Mit dem Turniersieg haben wir alle, glaube ich, nicht gerechnet, aber trotzdem haben wir es allen gezeigt, dass wir es auch können, dass die Österreicher auch Fußball spielen können und haben uns den Turniersieg geholt.